Wir könnten Roggen anbauen über den Winter. Weizen. Nee, Weizen braucht 3 Jahreszeiten, das sehe ich nicht. Also wenn überhaupt Roggen. Aus dem Roggenkorn könnten wir Mehl machen für Fladenbrot. Und die Fladenbrote könnte man auch gut verkaufen. Also werden wir dann Roggenkorn kaufen. Als nächstes. 60 Dünger, 60 Roggenkorn. Wobei ein bisschen Roggenkorn haben wir, glaube ich, schon. Meine ich. Ja gut, 6. 6 ist jetzt nicht so viel. Das war hier 8 Stimmen. 8 Stimme, 8 Stimme, 8 Stimme, 8 Stimme. Oh, unser Freund der Bär ist wieder da. Es sind 2 Bären. Leck mich am Arsch. Gesundheit. Nö. Danke. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht gegen 2 Bären kämpfen. Das war ein schöner Quietscher. Ich wollte mich stumm, aber ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Kenn ich. Oder beim Versuch, sich zu stummen, einfach nur aufs Mikrofon geklopft, übelst laut, aber es ist halt nichts passiert. Naja, es Super. bringt ja bei dem Mikro ja eh nichts. Ja. Das stimmt wohl. Jetzt hat mich der Bär davon abgehalten, da drüben Holz zu sammeln. Dieser Penner. Und wenn wir dann den wenn wir den Grabungsschuppen haben, oh, fick dich doch, kriegen wir auch Kalkstein. Das heißt, wir können unsere Häuser demnächst anfangen, auch noch zu isolieren, zusätzlich. Dann brauchen wir fast gar kein Brennholz mehr. Und die werden halt, je mehr wir mit den Häusern machen, je besser die sind, desto zufriedener werden unsere Einwohner. Und ich hoffe, je zufriedener die sind, desto produktiver. Wenn nicht, kriegen sie auf die Schnauze. So einfach ist das. Wenn ich jetzt 3 Kompostdinger baue, könnten wir 3 Felder machen, aber dann brauche ich auch 24 Stämme. Ich will keine 24 Stämme nur mit Birken holen. Das braucht irgendwie so überhaupt nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einfach in der Stadt ein paar größere Bäume umholz. Wenn ich sowieso noch mal ein bisschen Samen hole. Aber ich, ah Mist, ich habe Dünger dabei. Ich bin ja dann eh überladen. Oder zumindest nah dran. Aber wie man es macht, ist es irgendwie scheiße. Ja.
So, dann mache ich das Ding einfach schon mal voll. Und ich würde trotzdem, glaube ich, jetzt erstmal Kohlsamen verkaufen. Ich lass. Warte, das lasse ich hier. Ich lasse genug Kohlsamen für ein Feld da. Das muss erstmal reichen. 2,5. 100. Na, 125 ist auch nicht so viel. Du hattest ja gesagt, du hast noch Münzen, ne? Die kann ich ja, ja. Safe klauen. Safe. So, wir müssten aber dringend das Essenslager mal voll kriegen. Weil unser Jäger schon ein bisschen länger hungert. Ich mach da einfach kurz mit. Oh, bitte sag mir, dass die Axt noch zwei Schläge kann. Ach, leck mich am Arsch. Ich fühle mich manchmal wirklich einfach nur komplett veräppelt. Ich hasse Steinwerkzeug. Aber in jedem Spiel, das war in Ark auch scheiße. Nur ein halber Baum rum, den sammle ich einfach auch ein. Oh, nice. Dann kann ich da gleich Essen umziehen, dass unsere Dorfbewohner sich ihren Scheiß selber holen. Yep. Warte, du willst doch sowieso leveln, ne? Ich schmeiß dir Baumaterial hin. Dann bau du das. Einmal. Einmal. Falls es brauchst und Stöckchen. Danke. Sehr gern. Das kommt rüber, dann das ganze Fleisch. Das ist ein Nahrungsmittellager. Das ist ein Nahrungsmittellager. Das ist ein Nahrungsmittellager. Das ist Nahrungsmittel. Das ist da drin. Das Haferbier sollen die sich nicht gönnen, deshalb bleibt es hier. Das ist da drin. Das. So. Gut, habe ich mir verlesen, es bleibt eigentlich Material. Na gut, packe ich gleich wieder rüber. Dann der Kohl. Habe ich die Wasser einmal reingepackt? Nee. Dann kann ich die bei ihr aus dem Haus auch rausholen. Können wir da alles rausholen.
Okay, wir haben definitiv für den kompletten Winter sowohl genug Holz als auch Wasser als auch Nahrung. Das einzige. Nein, ich bin stuck. Wo? Wie? Kann ich helfen? In der Küche im Ofen. Okay, das ist. Das ist echt scheiße. Kann ich dich umbringen, dass du einfach respawnst, auch wenn es blöd ist? Du müsstest ja in deinem Haus wiederkommen, ne? Ja. Ich treffe dich halt nicht mal. Jetzt hast du mich getroffen, ja. Ihhh, wie er im Feuer zappelt. Ach stimmt, oh. Es tut mir leid. Was denn? Ich weiß nicht, ob es an der Konsole auch geht, aber beim PC Escape und befreie mich. Es gibt eine Funktion dafür. Ups. Wie dich befreien? Wenn ich praktisch in dieses Escape-Menü am Rechner gehe, ich weiß nicht, wie es an der Konsole ist, aber dann hast du die Option befreie mich. Falls du irgendwo stuckst. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich sehe es auch gerade. Im Option-Menü. ich habe da. Vor allem, ich wusste es, aber ich habe da jetzt so spontan überhaupt nicht dran gedacht. Aber danke für den Tipp. Ja, jetzt wissen wir es, ne? Ja. So, was wollte ich. Achso, ich wollte Dünger und Samen holen. Ich bediene mich an deiner Kiste und ich versuche mal, ob ich den ganzen Scheiß, den ich eigentumsübertragungsmäßig, ne? Ob ich den verkauft kriege. Ja, dann lauf du mal kurz in die Stadt und ich gehe mal kurz auf die Toilette. Nö. Nee. Ich würde nämlich sowieso mal demnächst mal eine Pause machen. Kirschwein können wir verkaufen, aber fügen. Ich muss trotzdem zwischendurch irgendwie mal was futtern. Ja, ich krieg langsam auch Kohldampf. Dann würde ich nur noch das Feld, das Zeug fertig machen. Und danach halt mal, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Jetzt schaue ich erstmal, dass ich den Scheiß verkauft kriege. Gehe ich am besten erstmal. Eigentlich kann ich das direkt hier machen. Laufe ich halt eben nochmal runter, wenn wir was zum Trinken. Ich gehe gleich in die andere Stadt, da kann ich es definitiv verkaufen und bei dem werde ich auch Samen kaufen können. Ja, das wäre auch mal wieder eine gute Idee. Was? Kippchen. Ich kann. Die sieht halt eben ein bisschen blöd aus, ne? Ja. Das waren auch Zeiten, als ich halt noch drin rauchen konnte. Wobei es nicht schadet, weil man raucht dadurch deutlich weniger. Ich rauche so oder so jetzt schon weniger, aus dem Grund, weil ich mehr auf das Spiel fokussiert bin. Ja gut, das kommt noch dazu. Aber dadurch, dass ich halt auch weiß, ich müsste jetzt sowieso raus, also ich kann jetzt mir hier gerade keine anzünden, brauche ich halt noch weniger. Sonst hätte ich jetzt, glaube ich, auch schon die ein oder andere nebenbei geraucht. Warum habe ich Kampfmusik? Oder hört sich das bloß an Kampfmusik? Mich regt es ganz schön auf, dass wir nur Birken rundherum haben, ne? Ja. Entweder müssen wir mal gucken, dass wir andere Bäume pflanzen oder so. Bringt dir nichts, kannst du nicht. Also wir können selber keine Bäume pflanzen. Das Einzige, was wir machen können, langfristig, wir brauchen halt. Du kannst auch Samen kaufen. Du kannst hier so Apfelbäume, sowas, aber das sind Plantagen. Die sind nichts zum Fällen. Bullshit!
Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir... warum steht der im Fass? Da steht... Das Kind stand vorhin schon, als wir das erste Mal die Rucksäcke kaufen waren. Ah, nee. Das, ja, da war, du warst allein hier. Ne? Das ist die Stadt, ja, da, in der du vorhin komischerweise warst. Ich hinterfrag das nicht. Es ist das, mir egal. Das Kind stand vorhin schon da drin. Oh, ein Laubhaufen. Meinetwegen soll er im Fass stehen. So, was ich sagen wollte, was wir machen können, wir können schauen, dass wir die Jagdhütte 2 bekommen, Holzhütte 2 bekommen, weil dann können da schon mal zwei Holzfäller drin arbeiten. Das heißt mehr Ertrag, und ich meine auch, wenn die statt Steinäxten beispielsweise Bronzeaxt haben, machen die auch mehr. Wenn die Bäume schneller respawnen. Alle 2 Jahre. Kommt ein Setzling, meinst du? Nee, alle 2 Jahre, da wo der Stumpen stehen bleibt, ist der Baum wieder da. Oh, ich habe eine neue Holzhütte gefunden. Okay, die ist schon mal pleite, dann kaufe ich einfach... Stumpen. Oder fahren wir das? Dann habt ihr auch wieder Geld. Zumindest ein bisschen fürs Parfüm. Reicht. 76 Düngen sind 38 Dünger, also noch 22 Dünger. Wobei zwei. Wir haben zwar, glaube ich, noch 2 Dünger, aber da haben wir ein bisschen mehr. Ist ja egal. Ich will nicht nochmal laufen müssen, wenn es nicht reicht. Dann Roggenkorn. Brauchen wir 60. Aber wenn das so weitergeht, müssen wir für unser Holz ganz schön weit laufen. Ja. Ja, aber wie gesagt, aktuell bauen wir halt auch wirklich viel immer auf einen Schlag, ne? Das legt sich dann mit der Zeit wieder. See you soon. Jo, ciao. Ich komme zurück, ich konnte alles verkaufen. Ich habe auch alles, was wir brauchen, gekauft und haben jetzt 1700 übrig. Sollte zumindest mal eine Zeit lang für uns reichen. Und ich bin schmutzig. Von diesem, ja, Handel. Ich fühl mich so schmutzig nach diesem Handel. Die Dame war schon alt. Aber dafür habe ich zumindest einen guten Preis bekommen. Ich habe Kenntnisse der Gewinnung, habe ich schon voll auf alle 3 Level. Das heißt, bei der Gewinnung hast du richtig gutes Level. 15% mehr Erfahrungsgewinn bei Gewinnungsaktivitäten. Oh, ich bin im Jagdgebiet von Wolf. Ich muss hier schnell weg. Ja, wie gesagt... Oh, scheiße, da sind die Wölfe. Wenn du einen Punkt übrig hast... Ich habe das schon auf dieses Ding gelevelt. Okay, Medieval Dynasty ist gerade gecrashed. Bei dir? Jop. Nee, bei mir auch. Weil die Kiste geht nämlich nicht zu. Ja, weil ich Host bin. Deshalb kickt sich. Nein. Pause vorgezogen. Ja, aber wann wurde es jetzt mal gespeichert? Keine Ahnung. Ganz kurz. Abfuck. Abfuck, abfuck. Vor allem, ich wurde gerade von einem Rudel Wölfe attackiert. Und ich hatte gerade ein bisschen Kohle übrig. Das ist doch nicht wahr. Ja. Bedenkst du mal, dass dein Inventar nicht, dass du dein Inventar wieder mitnimmst, wenn du respawnst? Du verlierst es ja nicht. Ja, das schon, aber wenn jetzt lange nicht gespeichert wurde. Ah, ja. Ne? 17:01 Uhr. Ja, vor fast einer Viertelstunde. Also das heißt, eventuell ist auch unsere Jagdhütte nicht fertig und
unsere Küche nicht fertig. Das könnte durchaus sein. Wir sollten, glaube ich, öfter speichern. Und ich muss dir einen neuen Code schicken. Oh, Abfuck. Dann musst du halt. Du bist der Host, du musst speichern, nicht ich. Ja, ich habe da nicht dran gedacht. Aber ist auch blöd, dass es kein Autospeichern gibt, ne? Doch, doch, ist schon. Aber halt, ich glaube, jede Viertelstunde, ich muss mal schauen, ob man das umstellen kann. Mal schauen, wie schlimm es ist. Ich glaube nämlich, man könnte auch das Autospeicherintervall damals anpassen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Weil meiner Meinung nach dürfte es halt ruhig irgendwie alle 5 Minuten. Ja, nee, ist noch nicht fertig, aber du weißt zumindest diesmal, dass du, wenn du in der Küche stehst, dich festbacken könntest. Ah, und wie ich freikomme. Kann man anpassen? Geil. Wo? Automatisch speichern. Oh ja. Hier alle 5 Minuten. Ja, dann. Oh nein. Also wieder alles farben gehen. Ich weiß nicht, so wie es ausschaut. Ist das noch auf einem Stand, wo zumindest das Nahrungsmittellager schon fertig ist? Oder fehlt noch was, was ich gerade nicht sehe? Ja, da fehlt noch was. Da fehlen mir nämlich noch. Da haben mir nämlich 4 Stämme gefehlt. Ach, stimmt, hier hinten. Fuck. Nee. Das ist natürlich ja. Aber wir haben ein paar Stämme. Unsere Holzfällerin arbeitet ja gelegentlich mal. Nicht häufig, aber manchmal. Also Nahrungsmittellager ist fertig. Dann Küche. Aber jetzt muss ich da nochmal laufen. Ich will nicht nochmal laufen. Ich hau dir ins Dach bloß noch die Stämme rein, ne? Das Ried kannst du selber machen. Habe ich jetzt nämlich nichts dabei. Da Stamm. So. Dann füllen wir das Nahrungsmittellager wieder auf. Ja gut, aber könnte schlimmer sein. Pilz brauche ich nicht. Nahrungsmittellager, Nahrungsmittellager. Das kommt rüber, das kommt rüber. Das könnte rüber. Mehl bleibt. Ich glaube, das war's. Außer die Wassereimer. Hatte ich zu dem Zeitpunkt zumindest die Messer schon gemacht? Ich glaube schon. Müsste. Das ist zum Verkaufen. Das kommt noch rein. Den Kohl. Ja, noch nicht. Was ich dann vorher noch baue, bevor ich es vergesse. Wie viele Stämme haben wir jetzt? Hast du zufällig noch Stämme einstecken? So übrig? Nein. Ich hab mir gerade 2 Baumstämm-Dinger da weggeholzt. Ja, alles gut. Hätte ja sein können.
Dann mache ich erstmal bloß einen Komposter noch. So. Dann können wir rein theoretisch. Ja, wobei ich kann ja dann im Winter auch nochmal was reinschmeißen. Da haben wir genug Dünger für drei Felder, weil es wird im Winter, werde ich nichts Neues anpflanzen. Bringt ja nichts. Das kommt hier rüber. Also gut, ich gehe jetzt praktisch nochmal verkaufen und danach machen wir Pause. Oder machen wir erst Pause. Keine Ahnung, ich kann mich nicht bewegen. Bist du überladen? Nein. Ich kann nicht rumschieben. Wo willst du hin? Ich schieb dich hin. Ja, bringt mir ja nichts. Du warst gerade hier und jetzt bist du. Er ist weg. Er ist einfach verschwunden. Und weißt was ich nicht. Eigentlich können wir hier fast alles mit dem Getränke kann ich rüberpacken. Anstandfigur, das. Es hat mich einfach zurückgepackt. Da. Ah, bist du wieder beigetreten, cool. Haben wir im Hauptlager noch irgendwas, was sinnvoll ist zu verkaufen, wenn wir eh auf dem Weg sind? Haferbier trinkt eh keiner. Die Haferbrötchen sollte ich noch ins Nahrungsmittellager packen. Ist jetzt nicht wirklich was, aber okay. Kannst du dich inzwischen wieder bewegen? Ja. Okay. Also gehen wir erst. Also soll ich erst noch verkaufen? Beziehungsweise hast du gerade noch was zu machen oder wollen wir erst. Ich habe gerade gar nichts zu machen. Wollen wir erst pausieren? Wir können erst pausieren. Okay. Weil dann würde ich tatsächlich für die Zeit ausloggen, dass die Zeit nicht weiterläuft. Das wäre irgendwie doof. Ja. Dann mach mal ein Päuschen so. Wir zwei können ja schreiben. Ich schätze mal so Viertelstunde, 20 Minuten. Schnell was futtern, ein rauchen und wir zwei schreiben uns halt gleich wieder zusammen. Ne? Alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Jetzt, damit ich reinjoinen kann. So, da sind wir wieder. Du müsstest jetzt reinkommen können, glaube ich. Ich bin schon am Laden. Perfekt. Ich habe natürlich vorher wieder nicht gespeichert. Ich habe auch nichts dabei. Was war denn jetzt der letzte Stand? Die Küche ist nach wie vor fertig, also müsste auch das Nahrungsmittellager alles wieder sein. Wie kann ich vergessen zu speichern, bevor ich das Spiel schließe? Das war anders dumm. Na gut. Dann gehe ich mal verkaufen und... Ja, danke. Danke, danke, danke. So, die Haferbrötchen noch hier rein. Jetzt habe ich. Die Federn zu verkaufen bringt eigentlich gar nichts. Du kriegst für eine Feder 0,45. Das ist ja mal sehr viel. Ich meine, ja, die Menge macht's, wenn du dann wirklich sau viel hast, aber das rentiert sich halt eigentlich gar nicht. So, dann gehen wir jetzt endlich verkaufen. Aber brauchst du die Federn nicht nachher, um die Pfeile herzustellen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe tatsächlich noch nie Pfeile hergestellt. Das werden wir dann mal ausprobieren. Das können wir verkaufen. Das war's. So, ich mache mich mal auf den Weg. Also ich denke, dass wir dann Pfeile herstellen können. Vermutlich, wenn wir die Schmiede haben. Würde ich denken, aber ich sicher weiß ich es halt nicht. Aber irgendwas kann man aus den Federn bestimmt machen. Ja, ich meine, wenn du irgendwie mal 300, 400 Federn auf einmal verkaufst, lohnt es ja trotzdem. Weil es zumindest nichts ist, was wir für irgendwas anderes brauchen würden.